Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Wir haben uns heute hier versammelt, um Gottes Wort zu hören und ihn mit Lobgesang und Gebet anzurufen. Lass uns aber damit anfangen, dass wir Gott unsere Unwürdigkeit bekennen und im Namen Jesu Christi um Vergebung unserer Sünden bitten. Ich, arme, sündige Mensch, bekenne dir Gott, dem Allmächtigen, meinen Schöpfer und Erlöse, dass ich nicht allein gesündigt habe mit Gedanken, Worten und Werken, sondern auch in Sünden empfangen und geboren bin, so dass meine ganze Natur und mein ganzes Wesen vor deiner Gerechtigkeit straffällig und verdammlich ist. Darum fliehe ich zu deiner grundlosen Barmherzigkeit, suche und bitte um Gnade. O Herr, sei gnädig mir armen Sünde. Amen. Der allmächtige, barmherzige Gott hat sich unser erbarmt und seinen eingeborenen Sohn für uns in den Tod gegeben und um seinetwillen uns vergeben. Auch allen denen, die an seinen heiligen Namen glauben, Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden und ihnen den Heiligen Geist verheißen. Wer glaubt und getauft ist, der wird selig werden. Das schenke Gott uns allen. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe.
Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du bist die Kraft aller, die auf dich hoffen. Und weil wir sündigen, sterbliche Menschen ohne dich nichts vermögen, so hilf uns, dass wir deine Gebote halten und dir unser Wollen und Tun gefalle. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hört die Epistellesung für diesen Sonntag, wie sie aufgeschrieben steht, im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 16 bis 21. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst sein Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer sein Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Du aber, o Herr, erbarme dich unser.
Hier das Evangelium, wie es aufgeschrieben steht, in Lukas Evangelium im 16. Kapitel, die Verse 19 bis 31. Jesus sprach: Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als der nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meine und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, die solle warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine Kraft Gottes, selig zu machen, alle, die daran glauben. Lasst uns nun mit der ganzen Christenheit auf Erden unseren allerheiligsten Glauben bekennen, auf den wir getauft sind. Wir sprechen gemeinsam das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Den heutigen Predigttext finden wir in 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Nicht verkehrt gelesen, das ist der Predigttext. Trinitatis heißt Fest der heiligen Dreieinigkeit. Wohl zieht auch durch unser ganzes christliches Leben der Gedanke von der heiligen Dreieinigkeit. Wir bekennen ja, wir glauben an den dreieinigen Gott. Die Trinitatiszeit will uns in besonderem Maße zum Lob und Preis der Dreieinigkeit stimmen. Die Gnade Jesu ist unser Lebensgrund. Wie oft haben wir Gelegenheiten gehabt, denen, die uns nahe standen, etwas zu wünschen. Der Neujahrstag und die Familienfeste boten uns dazu Anlass. Was haben wir unseren Lieben gewünscht? Vielleicht war das erste Gesundheit, ein Gelingen der Pläne, Erfüllung der Hoffnung und alles Weitere. Wie bewegten sich unsere Wünsche an der Oberfläche, weil wir an den äußeren Dingen des Lebens stehen blieben? Der Apostel Paulus handelt aber anders. Er griff in die Tiefe. Sein Wunsch hieß, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. Und das ist es, was wir alle nötig haben. Gnade ist für solche da, die rechtskräftig verurteilt worden sind. Solange jemand in Untersuchungshaft ist, kann er kein Gnadengesuch einreichen. Wenn aber ein Schuldiger verurteilt worden ist, hilft ihm kein Gold der Welt, kein Werk der Kunst, keine Errungenschaft der Wissenschaft, da hilft ihm nur eins, Gnade. Wer begnadet ist, ist wohl dran. Das ist unsere Lage. Wir müssen das Urteil Gottes über uns anerkennen, dass wir verlorene und verdammte Menschen sind. Dann erst bekommen wir ein Verlangen nach der Gnade. Solange wir denken, wir seien gute und brave Leute, brauchen wir keine Gnade. Gnade setzt also voraus, dass man sich aus Sünde erkannt hat. Ist das bei uns der Fall? Wissen wir, dass wir Sünde sind und nicht nur bestimmte Sünden getan haben, sondern dass unser ganzes Wesen sündhaft ist? Wir beide haben nichts aus Zorn verdient. Frage einmal in stille Stunde dein Gewissen. Es spricht dich schuldig. Wenn du die Bibel studierst, wird sie dir das Gleiche sagen. Wir bleiben Sünde bis zum Tode. Aber je länger wir in der Gemeinschaft mit Gott leben, je mehr wir lernen, im Lichte zu wandeln, desto tiefer kommen wir zu der Erkenntnis, noch bin ich sündig, der Erde zugeneigt. Darum muss unser Leben ganz unter der Gnade stehen. Wir dürfen täglich die bewahrende Gnade in Anspruch nehmen. Vergiss nicht, dass viele noch am letzten Meilenstein aus der Gnade gefallen sind. Werde nicht sicher, sondern sage es dir täglich. Auf dem so schmalen Pfade gelingt uns gar kein Schritt. Es gehe denn seine Gnade bis an das Ende mit. Allen denen aber unter uns, denen es ängstlich zumute ist, wenn sie daran denken, dass sie dem Herrn so viel Not machen durch Untreue und Ungehorsam und die sich manchmal verzagen fragen, darf ich wiederkommen mit derselben Schuld? Denen rufe ich zu, ja, ihr dürft wiederkommen. Der Herr hat eine zurechtbringende Gnade und sie erlaubt euch, heute einen neuen Anfang zu machen. Lasst uns wie Johannes aus der Fülle Jesu Gnade um Gnade nehmen. Wie dankbar müssen wir sein für den Gruß des Apostels, die Gnade des Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. In diesem Gruß erhebt der Herr seine segnende Hand über uns und wir wollen uns darunter stellen und beten. Die Gnade sei mit allen, die Gnade unseres Herrn, des Herrn, dem wir hier wallen und sehen sein Kommen gähn. Auf Gnade darf man trauen, man traut ihr ohne Reu. Und wenn uns je wohl grauen, so bleibt's, der Herr ist treu. So scheint uns nichts ein Schade, was man um Jesu misst. Der Herr hat eine Gnade, die über alles ist. Die Liebe Gottes ist des Lebens Reichtum. Wenn wir die Gnade des Heilands ergriffen haben, treten wir zu Gott in ein ganz anderes Verhältnis. Die Scheidewand, die die Sünde aufgerichtet hatte, ist nun beseitigt. Nun ist der heilige Gott, unser Vater, voller Liebe und Erbarmen. Und wir dürfen die selige Gewissheit haben,
Gott hat uns lieb. Die Liebe ist das höchste Erdengut. Was ist für uns Erquickende und Beglückende, aus Menschen zu haben, von denen wir geliebt werden? Wie reich kann uns Menschenliebe machen? Wie viel Sonnenschein, Licht und Freude kann sie in unser Leben tragen? Das wissen die, die in einer glücklichen Ehe leben, einen treuen Freund oder eine liebevolle Freundin haben. Ein getreues Herzenswissen ist des höchsten Schatzes Preis. Der ist selig zu begrüßen, der ein treues Herz weiß. Aber wie mancher Mensch muss auf solche Liebe verzichten und im Schatten leben. Er muss einsam seinen Weg dahin gehen. Auch unter uns sind solche, die dahin gehen, ohne geliebt zu werden. Euch, die ihr ein Heimweh nach der Liebe im Herzen habt und einmal enttäuscht worden seid, darf ich zurufen, es ist eine da, der euch liebt, und das ist der Herr. Du heilst, o Liebe, all meinen Jammer. Du stillst, o Liebe, mein tiefstes Weh. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Kannst du es fassen, dass der große Gott, dem die Seraphinen und Cherubinen dienen, uns arme, sündige Menschen lieb hat? Wir sind ihm zu gering, wir sind ihm nicht zu gering, seine Liebe zu empfangen. Seine Liebe behütet, trägt und versorgt uns. Die Liebe Gottes ist der Reichtum unseres Lebens. Paulus ruft aus, die Liebe Gottes sei mit euch allen, das heißt, um Jesu Willen, mit dem wir im Glauben zusammengeschlossen, von dessen Gnade wir bedeckt und in dessen Gerechtigkeit wir gekleidet sind, ruht die Liebe Gottes auf uns. Diese ewige Liebe aus dem Herzen des Vaters stillt unser tiefstes Bedürfnis. Sie lässt unsere Seele genesen, sie gibt uns das Gefühl der Geborgenheit in Not und Tod. Wie reich ist doch ein Mensch, der weiß, ich stehe in der Liebe Gottes. Unsere Liebe ist so bald am Ende ihrer Kraft. Sie ist ohnmächtig, wo sie sich am meisten betätigen möchte, wenn wir an die Kranken oder Sterbebetten denken. Aber die Liebe Gottes hat keine Schranken und kein Ende. Seine Hand zu helfen hat kein Ziel, wie groß auch sei der Schade. Können wir da nicht getrost unsere Straße ziehen? Weshalb wollen wir uns noch sorgen, wenn wir einen himmlischen Vater haben? Ein frommer Mann hatte auf sein Haus eine Wettefahne setzen lassen mit der Inschrift »Gott ist die Liebe«. Auf die Frage, warum er das getan habe, gab er die Antwort, »Sie soll mich daran erinnern, dass Gott die Liebe ist, von welcher Seite auch der Wind wehen mag.« Für viele weht ein rauer, harter Wind, aber wir wollen uns nicht beirren lassen. Auch hinter Leid und Trübsal steht Gottes Liebe. Wie mancher hat im Blick auf das Leid die Frage gestellt, wo bleibt da die Liebe Gottes? Sie bleibt bestehen. Paulus ruft aus, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Fährlichkeit oder Schwert? Und dann triumphiert er, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentüme, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mach uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Welch ein kostbarer Segenswunsch! Die Liebe Gottes sei mit allen. Keine Sprache mag diese Liebe in ihre Tiefe zu schildern. Sie ist höher als der Himmel, tiefer als der tiefste Sündenabgrund. Sie gleicht einem Strom, der alles mit sich reißt und einem Meer, das unergründlich ist. Diese Liebe des Vaters hat einen Himmel voller Herrlichkeiten zu verschenken. Sie ist unvergänglich und hört darum nimmer auf. Was sind wir doch für reiche Menschen, wenn wir es glauben und erfassen. Alle Liebe gehört mir, wenn ich glauben kann, er hat mich lieb wie ein Vater sein Kind. Dann habe ich das gefunden, was mir alles ersetzt. Wenn ich auch menschliche Liebe entbehren muss, so habe ich doch in diese Liebe Leben und volles Genüge. Dann bin ich nicht mehr einsam und verlassen. Ich wohne nicht mehr im Schatten, sondern habe Sonne im Herzen. Dann ziehe ich meine Straße im Sonnenlicht der Ewigkeit, auch wenn mir die Sonne irdische Lebensfreude verhüllt ist. Sieh, ein solch reicher Mensch bist du und bin ich. Wenn du von Herzen an Jesus glaubst,
und von seiner Gnade Gebrauch gemacht hast, dann freue dich und danke Gott. Du sollst fröhlich der ewigen Heimat im Sonnenschein der Liebe Gottes entgegengehen. Welch eine frohe Botschaft! Die Liebe des Vaters sei mit euch allen. Sie treibt zur Anbetung und lässt uns jubeln. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist des Lebens Trost und Kraft. Paulus schließt seinen Segenswunsch mit den Worten: Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir sind noch nicht am Ziel unserer Wanderschaft, noch nicht in der ewigen Heimat, der Stadt der goldenen Gassen, sondern erst auf dem Weg dorthin. Für unsere Pilgerfahrt hat die Gnade Jesu und die Liebe Gottes eine herrliche Gabe bereit, nämlich die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Kinder Gottes haben Teil am Heiligen Geist und dürfen sich seine Kraft und seines Trostes allezeit freuen. Wie kostbar! Kinder Gottes brauchen nicht mehr allein durchs Leben zu gehen, sie sind in der Gemeinschaft des Geistes. Wenn man in der Morgenfrühe aufwacht, geht es nach dem schönen Vers: Mein erster Blick, wenn ich erwache, sind deine Wunden, o Herr Jesu Christ, und die unendlich große Sache, dass du für mich gestorben bist, erfüllt mit Dank und Staunen meinen Sinn und reißt mein Herz zu deinen Füßen hin. So geht man in die Gemeinschaft mit Gott in den Tag. So geht man dann auch ins Büro, in die Werkstatt, in die Fabrik, in den Viehstall, auf das Feld oder wohin uns sonst unsere Arbeit oder unser Beruf führen mag. Wie köstlich, dass wir sagen dürfen: Ich danke dir, dass du mit mir gehst und mich nicht alleine lässt. Du hilfst mir in allen Nöten und Schwierigkeiten. Denn er hat es ja verheißen: Ich will dein Helfer sein. Er ist der Tröster in aller Not und allem Leid der Erde. In der Gemeinschaft des Heiligen Geistes können wir dem Leid getrost ins Auge schauen. Er macht uns in allem Leid still und getrost und gibt uns die Gewissheit, dass auch in unserem Leid die Liebe Gottes waltet. Es ist die Liebe, die uns unter Leiden für die ewige Seligkeit zubereiten will. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft, die wir brauchen, um den Sieg über die Sünde zu erlangen und den Willen Gottes zu tun. Der ungläubige Mensch sagt: Ich kann nicht vergeben, ich kann nicht lieben, die Last nicht tragen und nicht glauben. Aber in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes erhalten wir Kraft zu vergeben und zu leiden. Da tun wir, was Gott uns sagt, und tragen das, was er uns auferlegt hat. Jetzt heißt es nicht mehr: Ich kann nicht, sondern: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Wie wird das Leben in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes reich und gesegnet? Wir brauchen den Heiligen Geist in unserer Kirche, wo so viel Tod, erstarrt und kalt ist. Viele ist ihr Christentum eine Gewohnheit geworden. Wir müssen bewusst klare Kinder Gottes werden und unsere Gemeinden wie die ersten Pfingstgemeinde in Jerusalem. Wenn der Hausvater die Seinen um sich versammelte, damit sie sich aus dem Wort Gottes Kraft holen und Jesus Christus der Herr wäre, dann würde auch das Familienleben in die Gemeinschaft des Geistes alle Tage ein Leben der Kraft werden. Dieser dreifache Segenswunsch gilt uns allen. Keine soll ausgeschlossen sein oder unbefriedigt von dannen gehen. Sieh, du bist ganz persönlich bei diesem Segenswunsch gemeint. Der dreieinige Gott will dich segnen und du sollst reich in ihm werden. So darf ich zum Schluss noch einmal zusammenfassen. Erstens, wenn die Gnade unseres Herrn Jesu Christi der Grund unseres Lebens geworden ist. Zweitens, wenn wir uns von der Liebe getragen und geleitet wissen. Und drittens, der Heilige Geist in unser Herz wohnt, dann haben wir das gefunden, was uns getrost und fröhlich, frei und selig macht. Es ist mein Herzenswunsch und Gebet, dass auch du es fröhlich bekennst. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, welche höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinnen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Lasst uns Gott danken für alle Spenden und Gaben, die wir für Gottes Reich gegeben und eingesetzt haben. Herr Gott, himmlischer Vater, was wir dir geopfert haben, das haben wir von dir empfangen. Nimm unsere Gaben an und gib, dass sie zum Bau deines Reiches helfen. Lob sei dir um unseres Herrn Jesus Christus willen. Amen. Herr Gott, allmächtiger, liebreicher Vater, wir danken dir für dein Wort und bitten dich, dass du in uns viel Frucht wirkst. Wir kommen zu dir in der Verheißung, dass du unsere Gebete erhörst, und wir bitten dich für deine weltweite Kirche hier auf Erden. Wir bitten dich für unseren Bischof und den Synodalausschuss. Führe und leite du ihre Beschlüsse, damit sie zu Ehre deines Namens gereichen. Wir bitten dich für die Pastoren, dass sie nicht müde werden, dein Wort zur Zeit und zur Unzeit zu predigen. Wir denken auch an unsere Theologiestudenten und Vikare. Sei du mit ihnen und schenke ihnen die Weisheit, die sie brauchen, und segne ihre Einführung in die Auslegung deines Wortes. Wir bringen vor dir die Bitte für unser Land und Regierung. Schenke du ihnen Weisheit, dieses Land nach deinem Willen zu regieren. Schenke ihnen die Fähigkeiten, den Frieden zu bewahren und den Mut, sich für die Verständigung der Rassen untereinander einzusetzen. Herr, wir kommen zu dir mit der Bitte für die Diakonie. Wir danken dir, Herr, für das Pflegeheim in Papitisburg. Sei du mit den Pflegebedürftigen, Kranken, Angefochtenen, Sterbenden und Trauenden. Stärke ihren Glauben. Segne den Dienst der Helfe und gib ihnen Mut und Kraft, dass sie in dieser Arbeit nicht müde werden. Wir bitten dich für alle Schulen in unserer Gemeinschaft und Umgebung. Sei du mit den Lehrern, dass sie in aller Weisheit unterrichten. Sei du mit den Kindern, dass sie als fröhliche Christen heranwachsen. Herr, wir bringen vor dir die Bitte für unsere Gemeinde. Wir bitten dich für die, die Schuhe am Leben tragen. Gib, dass sie nicht verzweifeln, sondern Mut und Kraft aus deinem Wort für dieses Leben schöpfen. Wir bitten dich für die, die unter der politischen und wirtschaftlichen Lage leiden. Helfe ihnen und gib, dass sie erkennen, dass du trotz allem Herr bist in dieser kaputten Welt. Wir bitten dich für alle Ehen und danken für alle gesunden Ehen in unserer Gemeinschaft und Gemeinde. Bewahre die angefochtenen Ehen und gib, dass die Ehepartner aufgrund deiner Vergebung wieder neu aufeinander zugehen. Sei du mit den Schwangeren, den Säuglingen und den Müttern. Herr, segne sie und lass die Kinder gesund in deinem Schutze aufwachsen. Segne den Kindergottesdienst und den christlichen Unterricht an der Schule. Rüste ganz besonders die Konfirmanden zu und schenke ihnen die Erkenntnis deines seligmachenden Wortes. Sei du mit den Teenagern und den Jugend. Wehre die Versuchung des Teufels bei diesen Kindern ab und gib, dass sie in aller Besonnenheit sich auf das erwachsene Leben vorbereiten können. Gib, dass wir Erwachsenen sie nicht durch unser Leben verführen, sondern sie durch Wort und Werk in ihren Glauben stärken. Segne die tägliche Arbeit, sei du mit den Arbeitslosen, gib, dass wir alles, was wir tun, zu deines Namens Ehre und Ruhm tun. Segne alle Arbeit in der Gemeinde, gib, dass wir sie nur im Aufblick zu dir tun und nicht aus Eigennutz. Wir bitten für das Volk Israel, schenke ihnen die Erkenntnis, dass Jesus von Nazareth der verheißene Messias ist. Erfülle die Zahl der Heiden, damit wir vereint mit dir in dein ewiges Reich eingehen. Und dann, wenn unser Stündlein kommt, schenke uns ein seliges Abscheiden aus dieser Welt in deine Vaterhand. Herr, wir beten dich an, wir loben dich, wir preisen dich für deine Stärke, denn du bist unser Gott.
Du bist der König aller Könige. Dir gebührt aller Ruhm und allen Preis und alle Ehre. Amen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Lasst uns aufsehen zu Jesus. Halleluja. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Thank you.
uns der Gemeinde Folgendes bekannt zu geben. Es ist der Gemeinde Folgendes bekannt zu geben. Am kommenden Wochenende findet der Jugendtag am 25. Juni in Kirchdorf statt. So auch das Posaunenfest am 26. Juni. Am Jugendtag fängt es um 8.30 Uhr an mit dem Blasen und 9 Uhr der Gottesdienst. Am Posaunenfest fängt es um 9 Uhr an. Diese beiden Feste finden bei der Kirchdorf-Wartburg-Hochschule statt und nicht auf dem Gemeindegelände. Ein Pindrop wird auch in dieser Woche an die Gemeinde auf dem WhatsApp rausgeschickt werden. Hier in Lüneburg findet kein Gottesdienst statt. Das Planungskomitee lässt wissen, dass Clues Civils, die Firma, die den Weg hier auf dem Gelände baut, diese kommende Woche anfängt, den Weg zu bauen. Sie werden per WhatsApp bekannt geben, wenn es Umwege geben soll. Sie bitten um Verständnis in dieser Zeit. Und dann drittens, die Jugendleitung hat wissen lassen, dass sie die Unterstützung Gästen sehr geschätzt haben und dankbar sind, dass da so großes Interesse war. Soweit die Abkündigung. Ich wünsche uns allen fernerhin Gottes Segen. Musik.